Hallo, ihr Gewirrlinge! Janet Kelly meldete wieder zum Dienst aus dem Sheriffsbüro. Wieder mit dabei Jonathan neben mir. Und wir waren zuletzt dabei, uns hier umzuschauen. In diesem Büro, in dem man nicht arbeiten möchte, aber in dem doch jemand mal gearbeitet hat. Und er hat sich sein Leben lebenswerter gemacht mit Tee und einer Mikrowelle und einem Sack Kartoffeln. wir untersuchen den Mord an Vivian Roberts, haben herausgefunden, dass das der dritte Mord in einer Reihe von Morden innerhalb eines Jahres war in Payne's Creek. Und wir haben hier was gehört von einem vermissten Jungen. Das ist sehr viel früher passiert, aber vielleicht steht das ja irgendwie im Zusammenhang. Mal schauen, was ist das? Das ist eine Steckdose, das ist egal. Fenster sind wohl nur irgendwie, ja, auch wurscht. Die Mikrowelle ist... Der macht sich Tee in einer Mikrowelle offenbar. Was hat er denn hier? Amazing Tea! Was? Was für ein River? Soothing River. River, was ist denn das? Soothing, also... Calming. Also beruhigend auf. Ja, ja, genau. Okay. Nature Green. Und eine Zuckerdose. Okay. Und wofür er diese Küchenrolle benutzt, das wollen wir jetzt nicht erörtern. Da gehen wir mal ganz schnell zum nächsten Thema. Er hat einen Kamin. Also was passt in dieses billige Sheriffsbüro nicht rein? Ein Kamin. Das war ehrlich. Wenn man hier sitzt, dann stößt man mit den Knien gegen den Tisch. Das ist auch total schön. Oh, ich kann hier was extra meinen. Ich kann hier einen, was heißt denn das hier? Hi, this is Steven. I just wanted to make sure the package was sent. Again, I'm currently at Anne's Courtyard. Any extra info you have would be much appreciated. Thank you very much. Talk to you later. Ah, das ist der Anrufbeantworter. Da war irgendwer namens wer? Hi, this is Steven. I just wanted to make sure the package was sent. Package again, I'm currently sent. At Anne's Courtyard. Any extra info you have would be much appreciated. Thank you very much. Talk to you later. Das klingt ja irgendwie komisch, oder? Package was sent. Das klingt ja wie so Sprache von Geheimagenten. Wenn man sagen will, ich habe irgendwo eine Bombe platziert, dann würde man auch nicht sagen, ich habe eine Bombe platziert. Dann würde man sagen, der Vogel ist gelandet. Ja, das ja. So ein bisschen klingt das mit dem Päckchen, oder? Ja, das klingt also nochmal. Hi, this is Steven. I just wanted to make sure the package was sent. Again, I'm currently at Anne's Courtyard. Anne's Any Courtyard. Extra info you have would be much appreciated. Thank you very das much. War das Hotel, oder? Anne's Courtyard ja, ja, war ja. Das Hotel. Ja. Also da ist einer im Hotel, also fünf Straßen weiter ist einer im Hotel und ruft hier beim Sheriff an und sagt, ich will sicherstellen, dass das Päckchen abgeschickt wurde. Ja. Das ist doch nicht das Post. Also, das ist komisch. Es gibt ja auch ein Post Office, Post Service gab es ja auch. Da würde man ja eigentlich anrufen, wenn man das sicherstellen will. Warum ruft jemand beim Sheriff an, um heraus, also um sicherzustellen, dass ein Päckchen? Also, das ist irgendwie, das ist rätselhaft. Das hat irgendwas zu bedeuten. So. Licht, also diese Lampe ist ja auch. Hier brauchen wir ein. Ja, gut, keine Ahnung, wissen wir nicht. Was heißt denn Classified? Bearbeitet oder was heißt das? Classified, also. Wie kann man das sagen? Also. Abgelegt, archiviert oder? Wie ein Geheimnis, also für Dokumenten. Ach so, ja. Also so eine Sicherheitsstufe, Sicherheitsklasse. Ja, ja, ja. Ah, okay. Also hier sind, deswegen ist auch abgeschlossen. Also hier sind Dokumente drin, die nicht jeder, der hier rumlatscht, also so wie ich, das sehen soll. Okay. Ja. Hier muss man. Achso, ich kann ja wieder gucken, mal hier so in die Ecken. Na gut, das geht natürlich nicht, ist alles abgesperrt. So. Search the key to open the Dingensbummels. Oh, ich habe was gefunden. Hm. Was ist denn das? Sieht aus wie ein Kalender. Oder ein Tagebuch. 30. Juli 1995. Vivian Roberts' Funeral was held this afternoon. Also Vivians Begräbnis, das hat heute Nachmittag stattgefunden, am 30. Juli
Bernard, the butler, Dorothy, the head servant, Derek, the family chauffeur, and his mom, Wanda, who is fighting cancer, attended. Also das sind die Angestellten, die da auch dran teilgenommen haben. Bernhard, der Butler, Dorothy, die Head Servant, ist so die Haushälterin, die oberste Putzfrau oder so, keine Ahnung. Derek, der Fahrer, und seine Mutter, die Wanda, die an Krebs erkrankt ist, haben teilgenommen. Vivians Husband, Charles, came with their daughter, Trisha. Also der Ehemann, Charles, kam mit der gemeinsamen Tochter Trisha. Charles did not utter a word. He was very quiet. Most of the town came and paid their respects at the funeral. Also Charles war sehr, sehr still, hat kein Wort gesagt. Also fast die ganze Stadt ist gekommen, um da Respekt zu zeigen und Abschied zu nehmen. Halfway through the ceremony, Trisha started to weep loudly. Weep? Was ist weep? Weinen? Oder? Weinen, ja. Also offenbar. Ja. Ja. Ja, gut, das ist ja ihre Mutter gewesen, ja. Also, nach der Hälfte der Feierlichkeiten, begann Trisha laut zu weinen, laut zu heulen. Dorothy, das ist jetzt wieder die diese Angestellte, brought her elsewhere and the crying died down. Also, die wurde dann von Dorothy irgendwo hingebracht und also in den Arm genommen und also rausgelaufen. Also irgendwie dann war es wieder still. Also offenbar ist Trisha noch nicht sehr alt. Eine erwachsene Tochter würde sich jetzt dann so nicht irgendwie wegführen lassen. I noticed that Dorothy looked tired. Ich habe bemerkt, dass Dorothy sehr müde aussah. It must have been tough to take care of Trisha. She's been having multiple breakdowns. Okay. Also es muss sehr anstrengend, sehr hart gewesen sein, sich um Trisha zu kümmern. Sie hatte mehrere Zusammenbrüche. I can't blame her. With the loss of her mother and with her boyfriend being accused as the killer, it must have taken a toll on her. Also ich kann es ihr nicht verübeln, denn mit dem Verlust ihrer Mutter und ihrem eigenen Freund, der als Tatverdächtiger gilt, muss das für sie sehr, sehr schlimm gewesen sein oder sehr schlimm sein. Also der Freund von Trisha, der Freund der Tochter, also ist die Tochter wird doch schon etwas älter, als ein Freund hat, der auch noch ein Mord verüben kann, also ist die Tochter doch schon erwachsen. Oder zumindest Teenager. Der war im Fokus der Ermittlungen. Warum auch immer. I feel sorry for the whole family. Ja. Das ist offenbar vom Sheriff. Das ist das Tagebuch vom Sheriff, nehme ich an. Weil das ja hier im Sheriffsbüro rumlag. So, dann. Das ist jetzt 30. Juli. Dann ist so irgendwie 5-6 Wochen später. September 6, 1995. The town of Paints Creek is quickly becoming a ghost town. The population has decreased drastically over the years. Ever since the deaths occurred, it seems that more and more people are actively looking to leave this town. It's sad to see a once lively town become what it is now. Also die Stadt, Ortschaft Payne Street, verwandelt sich zusehends in eine Geisterstadt. Die Bevölkerung ist in den letzten Jahren schon dramatisch zurückgegangen. Und als es mit diesen Morden anfing, mit diesen Toten, hat er ja geschrieben, scheinen mehr und mehr Leute sich aktiv nach anderen Wohnorten umzuschauen. Und das ist schade, weil es einst eine lebhafte Stadt war. Und dann wiederum einige Wochen später, im Dezember mittlerweile, 3 Monate später fast genau, it's been almost 6 months since Vivian was killed. Es ist jetzt fast ein halbes Jahr her, dass Vivian getötet wurde. Her death still bothers me. Why was she killed? What was the killer's motives? Ihr Tod beschäftigt mich immer noch. Das sollte es auch. Du bist auch der Sheriff, Mensch. Warum wurde sie getötet? Was waren die Motive? She was someone who had earned the love and respect of the community. Sie war jemand, der sich die Liebe, die Zuneigung und den Respekt der Gemeinschaft verdient hat. No employee of hers nor any citizen of Payne Street reaped any benefit from her passing. Also keiner der Hausangestellten
noch irgendein Bewohner von Payne's Creek hatte irgendeinen Vorteil, irgendeinen Nutzen von ihrem Tod. Was ja das fehlende Motiv ist. It doesn't make any sense. Es ist alles sehr verwunderlich. Und dann, am 20. Februar, wieder so zwei Monate später, zweieinhalb, Payne's Creek Community Hospital has officially closed. Also das Krankenhaus wurde offiziell geschlossen. The remaining patients have been allocated to other hospitals that will provide suitable service for them. Also die beiden Patienten sind halt woanders untergebracht worden. To be honest, it's hard to watch them leave. I wonder if the day will come when I will be reassigned somewhere else. Es ist schwer zu sehen, wie sie alle hier die Stadt verlassen. Und der Sheriff fragt sich dann auch schon, ob er auch versetzt wird. Weil wenn es ja keine Ortschaft mehr gibt, dann brauchen wir auch keinen Sheriff mehr. Ja. Okay, also der Sheriff, also interessant ist das mit dem Boyfriend hier, dass der das gewesen sein soll, aber dann offenbar doch nicht war. Weil von seiner Verhaftung und Anklage ist ja dann nicht mehr die Rede. Das hat sich alles irgendwie in Luft aufgelöst, diese Anschuldigung. Okay. Das ist jetzt irgendwie Content Recorded. Okay, was heißt das? Journal ist... Ah, hier habe ich das Diary. James Howard ist der Sheriff. Okay, jetzt kann ich hier nochmal... Okay, gut. Okay, zu. Die zweite Schublade ist leer. Ist ja auch wieder Sheriff. Die dritte ist... Da fehlt ein Schlüssel. Okay. Wer bist denn du? Scott Brooks, Payne's Creek Trinity Church's Pastor's Son. Okay. Das ist ein zweimal Genitiv. Suspected for killing Vivian Roberts. Also der ist im Verdacht gewesen, der Mörder zu sein. Die Frage ist das der Freund von Trisha? Er ist auf jeden Fall, es ist der, also der Scott Brooks ist sein Name, das ist der Sohn vom örtlichen Pastor. Ja. Witness reported seeing suspect fleeing from murder scene last night. Witness reported, was ist Witness? Witness, Also irgendein Zeuge, achso, ah. Also ein Zeuge gibt an, irgendjemanden vom Tatort fliehen gesehen zu haben. So, was steht da? The police apprehended Scott Brooks yesterday afternoon. Apprehended ist vernehmen oder inhaftieren, festnehmen? Festnehmen, okay. He was residing at the hunting cabin. Der war auf Jagd irgendwo gerade. Oder was heißt das? Ja. Auf der Jagd. According to a witness who wished to remain anonymous, Scott was coming home late on July 19th at around 11:50. Also laut einem Zeugen, der anonym bleiben möchte, kam der junge Mann hier am 19. Juli 23:50 spät nach Hause. The witness saw Scott quickly walking away from the Roberts Estate, heading southwest down Black Pine Road. Also der Zeuge hat Scott schnell von diesem Haus von Vivian Roberts und ihrem Mann und ihrer Tochter weggehen sehen, in Richtung Südwesten zur Black Pine Road. Was nicht verwunderlich ist, wenn er bei seiner Freundin war, ich nehme an, das ist der Freund. Although Scott looked upset, the witness thought nothing of it until he heard of Vivians murder. Obwohl Scott aufgebracht wirkte, hatte sich der Zeuge nichts dabei gedacht, bis er dann am nächsten Morgen von dem Mord gehört hat. Feeling uneasy about the whole situation, he called the police. Also, dann, ja. Mit der Beobachtung hat er dann halt die Polizei gerufen. Ja. Shortly after the call was made, the police arrived at Scott's cabin and questioned about the whereabouts the night. Und dann kam die Polizei halt in Scott's cabin. Was ist Cabin? Ist das ein Blockhaus oder so eine Hütte oder was ist das? Ja,
Ja, das ist wie ein Haus, aber das ist also im Wald. Ja, so eine Jagdhütte vielleicht. Ja, genau. Also, der wurde dann in seiner Jagdhütte aufgesucht und vernommen. Über das, was in dieser Nacht halt passiert ist. Scott said he did meet her that night, but said he had nothing to do with her death. Also er sagte, er hat sie da getroffen und gesehen und hat aber mit dem Mord nichts zu tun. Scott was later brought down to the station for further questioning. Also wurde später mit aufs Revier genommen, um da verhört zu werden. Ja, ich nehme an, es ist der Freund der Tochter und er hat dann seine Freundin besucht und die lebt im gleichen Haus und hat er auch die Mutter gesehen und ist auch nach Hause gegangen dann irgendwann. Brav, wie er als Pastorensohn ja ist. Bleibt dann über Nacht nicht da. Okay. Ja, also das ist alles zu offensichtlich, dass er Mörder ist, glaube ich. Das könnte ich aber losfahren und sagen, der war's. Das arme Schwein. Das hier. NL County Sheriff's Department. Also hier die Adresse. Keine Ahnung. Sun City. Work Relocation. Dear Sheriff James Howard. Hallo Sheriff James Howard. Due to the decreasing population of Paynes Creek County over the recent years, we have decided to delegate manpower to other more needing places. This letter is to inform you that you have been reassigned to Grant County starting May 14, 1998. Please to report to our office before May 12, 1998. Also das ist genau das, was der Sheriff in seinem Tagebuch befürchtet hat, dass er versetzt wird. Mit genau der Begründung, die er befürchtet hat, nämlich die Bevölkerung geht so weit zurück, dass man hier halt das Sheriffsbüro schließt seitens des Landkreises hier. Und ja, 98. Aber er hat es 95 in sein Tagebuch geschrieben. Der ist also von 95 bis 98 war er noch hier. Deswegen ist es ja auch so sauber. Das Haus ist noch nicht seit 95 verlassen. Das Haus ist erst seit 98 verlassen. Also erst seit einem Jahr oder so. Dann sieht es dann natürlich ein bisschen anders aus, als wenn es schon seit 5, 6 Jahren verlassen ist. So, okay. Also Sheriff ist weg. Hier ist ein Schlüssel. Guck da. Left Control. Desk. Ja, okay, das ist. Ja, das ist klar. Das F. So. Ja, es ist, weiß ich auch. Ach so, passt eben, wenn man hier irgendwie. Das würde ich jetzt gerne nutzen. Ha, okay, haben wir das. So. Was ist denn da Schönes drin? Ich kann was lesen. Das ist an den Sheriff oder was? Ne, vom Sheriff ist das. Vivian Roberts Murder Case Report. Ach, das ist der offizielle Bericht über den Mordfall im August bereits verfasst. This report is an update of what happened to Vivian Roberts. Das ist ein Update, eine Aktualisierung davon, was mit Vivian Roberts passiert ist. Scott Brooks, the only suspect of this murder case, was apprehended a few days after Vivian's body was found. Also Scott Brooks, der junge Herr, den wir gerade auch in der Zeitung gesehen haben, der einzige Verdächtige im Mordfall, wurde vernommen ein paar Tage nach dem Tod von Vivian. According to our investigation, someone saw Scott at around 11:30 p.m. near the woods north of the mansion. Also gemäß unserer Untersuchung hat jemand Scott um 23.30 Uhr nahe den nördlichen, also nahe den Wäldern nördlich dieses Hauses von Vivian gesehen. Aha. Two hunters were looking for more wood for their bonfire when they heard shouting. Also zwei Jäger waren gerade auf der Suche nach Feuerholz für ihr Lagerfeuer, als sie Rufe hörten. They witnessed Scott and Vivian arguing. Sie bezeugen, dass Scott und Vivian sich gestritten haben. However, they were too far to hear the content of the argument. Wie auch immer, es waren zu weit weg, um zu verstehen, was gesprochen wurde, worum es ging. 6 months prior to Vivian's death, Scott was fired from working at the mansion.
Sechs Monate vor Vivians Tod war Scott entlassen worden. Er hatte vorher dort in diesem Haus von Vivian gearbeitet, also im Haus der Robots. She cited Scott for tardy work and rebellious behavior. Also Vivian beschuldigte Scott, tardy work heißt... Er war zu spät. Ah, okay, also es ist zu spät zur Arbeit gekommen und war aufmüpfig. she also prohibited Scott from visiting the mansion and meeting her daughter, who has a close relationship with him. Sie hat ihm auch verboten, das Haus zu besuchen und oder das ja, Haus zu besuchen und sich mit ihrer Tochter zu treffen, die mit ihm eine enge Verbindung hatte, also Beziehung. So, es könnte sein, dass er sich aber da dem Haus genähert hat und dann gab es vielleicht deswegen den Streit. Nach dem Motto, ich habe dir doch gesagt, du sollst dich ja nicht mehr blicken lassen. Ba, 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 ba. Irgendwie so. We are currently investigating the case. Scott is our main suspect in Vivian's murder. Also wir sind im Moment dabei, das zu untersuchen und er ist Hauptverdächtiger. Also eine Unterschrift von Dingenswoman's Sheriff und das ist vom 6. August. Ja, steht oben auch. Passt. Wird das jetzt irgendwie... Report? Ja, Gott, okay, gut. Dann haben wir noch einen Schlüssel. Looks like an old gate key. Das ist ein Schlüssel für ein Tor. Okay. Old gate key. F. Gut. So. Habe ich gelesen? Hier. Kiste, Umzugskisten, Akten. Auch mal alle da gelassen, der Sack. Hat alles hinter sich gelassen. Er hat neu angefangen, der Sheriff. Was ist denn das? The Story of Tonti. Was ist denn Tonti? Keine Ahnung. Okay. Das hat er Zeit gehabt zu lesen, der Sheriff, oder was? Tonti. Gatherwood ist so der Verlag. Ich kann das damit nichts anderes tun, als es aufzunehmen. Ich kann es auch nicht mehr mitnehmen, glaube ich. Nee, kannst nur hochheben und mir angucken. Das ist komisch. So, das war offenbar sein Buchregal hier. Aber Tonti war ihm nicht so wichtig, dass er es eingepackt hat. So, Heizung, es war offenbar zu kalt hier im Winter. Mhm. Im Kamin ist auch nicht noch irgendein Überbleibsel von irgendwas, was niemand mehr finden soll. Nein. Gut, dann sind wir hier ja durch, oder? Noch was gesehen? Da oben irgendwie. Auf dem Stuhl. Ne. War das hier alles? Okay, gut. Dann. Licht aus. Das sind ja auch nicht. Ja, das war das Tutorial. Das hat einem jetzt ein bisschen einen Einblick verschafft, was hier so die Lage ist. Wann war der Mord? Wer ist der Hauptverdächtige gewesen? Was hat die Polizei herausgefunden? Was ist danach passiert? So ein paar allgemeine Informationen. Und jetzt gilt es, das alles zusammenzusetzen. Wenn der Rechner mal irgendwann fertig geladen hat. Jawohl. Autosaving, das ist schön. Auto und Saving, klar. Auto Saving. Logisch. Notice. Closed for good. Verschlossen für immer. Warum ist hier good kursiv geschrieben und der Rest nicht? Ist das von Bedeutung? Achso, ich kann glaube ich kann auch laufen, oder? Ja, ich kann auch sprinten. Also, das ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Da war ich jetzt gerade drin. Da ist irgendwie. Also, klettern kann man aber, glaube ich, hier nicht. Nee, also solchen, also so fiese Ecken, so gibt es da nicht. Hier kann man hier irgendwie. Nee. Gut, hier. Hoover the Mouse. Was? It's locked. Ja, da brauche ich jetzt bestimmt diesen Gate Key. Yes. Jawohl, das war ja jetzt einfach. Ja, also bisher war es linear. Man konnte ja vom Auto nur über dieses Ding hier herlaufen. Das war jetzt irgendwie
nicht anders möglich. Das war das Tutorial. Und ab jetzt ist das Spiel nicht mehr linear, weil ich kann geradeaus gehen, ich kann links rumgehen, ich kann rechts rumgehen, ich kann sonst wohin gehen, ich kann baden gehen. Was dann? Was soll das heißen? Normalerweise, also wenn ein Baum fällt, ja, also das ist der Baumstumpf, oder? Ja, ja, ja. Aber das ist doch kein Baumstumpf. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat es ja irgendwas zu sagen. Wer weiß. Dann. Ich kann jetzt hier auch, also, ja, das ist jetzt kein Spiel, wo man jetzt querfeld einläuft. Ja, also. Das heißt, ich kann jetzt ja nicht irgendwie da rumkraxeln. Das muss ich aber auch nicht. Weil ich werde ja schon keine Leiche finden unter der Brücke. Das wäre verwunderlich. Jo. Liebe Quirlinge, angesichts der Episodenlänge ist dann hier mal wieder Schluss und weiter mit links, geradeaus oder rechts geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.